dass ich jetzt Herrn Dr. Reinhold Achatz von ThyssenKrupp hier ans Rednerpult bitten darf. Und der wird sprechen über Herausforderungen der digitalen Transformation eines Industrieunternehmens. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist natürlich nicht mehr ganz so einfach, in der dritten Runde dann nochmal einzusteigen, wo eigentlich schon relativ viel gesagt worden ist. Aber ich denke doch, dass wir einige neue Aspekte hier noch reinbringen können. Wobei mein Eingangsstatement wird Sie vielleicht ein klein bisschen überraschen, weil es wirklich nicht so sensationell neu ist. Nämlich meine Aussage ist, die digitale Transformation ist ein allumfassender Trend. Und das bedeutet, dass alle Privatpersonen, staatliche Stellen, Firmen, Universitäten betroffen sind. Ich meine, das klingt jetzt erstmal extrem banal, ganz besonders, wenn man, wie gesagt, die Diskussion des Tages verfolgt hat. Aber wenn man es gesehen hat, welche Appelle der Herr Zetsche gemacht hat im Sinne von, wir brauchen Mut, um einzusteigen. Wenn wir von dem Herrn Höttges gehört haben, wir müssen endlich machen. Das heißt also, im Endeffekt scheint diese scheinbar banale Aussage doch nicht allen so eingängig zu sein. Und ich habe gesagt, wenn ich mich traue, dann werde ich auch ein bisschen was zu Universitäten sagen. Ich traue mich mal. Das heißt also im Endeffekt, ich bin ja auch im Wissenschaftsrat und habe natürlich da auch entsprechend Kontakt mit Rektoren von Universitäten und auch mit Professoren. Und mir fällt dann auf, dass es eine große Menge von Professoren und Rektoren gibt, die einfach sagen, das Thema digitale Transformation wird an uns vorbeigehen und es ist für uns nicht relevant. Und das halte ich natürlich für ein extrem großes Problem, weil wir gerade darüber gesprochen hatten, dass in Schulen, dass in den Universitäten eigentlich die jungen Menschen ausgebildet werden, die wir dann ja künftig in den Firmen haben, die dann künftig dieses Thema umsetzen. Also gerade dort muss aus meiner Sicht eben die Wahrnehmung für die digitale Transformation, für die digitale Welt viel größer sein. Dass das natürlich nicht alle trifft und dass es keine generelle Schelte sein darf, ist ganz klar. Und das haben wir heute auch gesehen. Wir haben ja ganz ausgezeichnete Beiträge von den Kollegen von den Universitäten gehabt. Das heißt also, es gibt da wirklich sehr gute Diskussionsbeiträge, sehr gute Aktivitäten, aber die Breite fehlt hier. Und das trifft natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, für die Industrie genauso zu. Das heißt also, ich möchte jetzt keine Schelte für andere tun, sondern gucke auch natürlich auch auf die eigene Profession. Das heißt, im Mittelstand, aber auch in großen Unternehmen gibt es viele Menschen, die wir noch überzeugen müssen, dass eben die digitale Transformation ein Thema ist, was sie betrifft und vor allen Dingen, was, von dem sie auch profitieren können. Das heißt also im Endeffekt, wenn man hört, man muss Mut haben, dann wird ja der Eindruck erweckt, es würde da was Schlimmes auf uns zukommen. Aber im Endeffekt, ich halte auch ganz gern Vorträge über die Themen digitale Transformation und Industrie 4.0 und da sage ich immer einen Satz, der so anfängt, kein Mensch braucht eine digitale Transformation und die digitale Welt. Dann kommt aber kein Ausrufezeichen, sondern ein Komma und der geht dann weiter, es sei denn, es wird Nutzen generiert. Und ich glaube, wir müssen aus meiner Sicht viel mehr darüber diskutieren, nicht was wir alles falsch machen und was uns fehlt, sondern wir müssen darüber diskutieren, welchen großen Nutzen das wirklich generiert und welchen Effekt wir daraus haben können. Das heißt also, für Industrieunternehmen gibt es riesige Chancen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neuen Kundennutzen, mehr Kundennutzen zu generieren, effizienter zu sein, schneller zu sein. Das heißt, wir haben Riesenchancen und diese Chancen müssen wir verstehen und die müssen wir nutzen. Und wenn wir öfter den Vergleich mit den Vereinigten Staaten haben, wo eben die vielen sehr erfolgreichen Start-ups bis hin zu Google, also groß gewordene Start-ups oder Facebook oder wer auch immer da genannt wird, sehen, dann sind das alles B2C-Companies, also alles Firmen, wo die digitale Transformation, die digitale Welt mit Endkunden erarbeitet wird. Schauen Sie sich mal um, wie viele Start-ups gibt es im B2B-Bereich, also im Bereich, wo Geschäftskunden untereinander hantieren. Das heißt also, die erfolgreichen Start-ups, die vergleichbare Werte haben wie Google oder Facebook, gibt es erstmal nicht. Und in kleineren Dimensionen sind sie extrem selten gesät. Das heißt also, in dieser Richtung gibt es durchaus auch noch Chancen für Deutschland, um da entsprechend einzutreiben. Und wenn wir jetzt sagen, welche Rolle spielt dann die digitale Transformation? Ich glaube, wir sollten diese Themen stärker als Werkzeuge betrachten. Das heißt einfach, wir haben viele Werkzeuge in unseren Unternehmen und das sind eben extrem starke, extrem hilfreiche Werkzeuge, die uns in der Umsetzung helfen. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel geben, wie denken wir da bei ThyssenKrupp und wie setzen wir das bei ThyssenKrupp ein. Das heißt also, im Endeffekt gibt es für mich ja drei wesentliche Elemente der digitalen Transformation. Das ist das Internetgeschäft, das ist das ganze Thema um Industrie 4.0, also die Fertigung eher orientierend und das ganze Thema Big Data.
Also Internetgeschäft können wir relativ schnell abhaken. Das ist ein Muss. Das heißt also, dass wir Themen über das Internet verkaufen, ist mehr oder weniger selbstverständlich. Auch bei ThyssenKrupp können Sie Materialien im Internet bestellen, sowohl als Geschäftskunde als als Privatkunde. Also das ist ein Thema, das muss. Da kommt man nicht mehr drum herum, dass man eben 24/7, 365 verfügbar ist. Das ist heute jeder gewohnt, der bei Amazon oder wo auch immer bestellt. Und das wird auch immer mehr in der Industrie Stand der Technik sein. Spannender wird schon bei dem Thema Industrie 4.0, wo wir einfach sagen, wie schaffen wir es wirklich, klassische Industrieunternehmen zu transferieren? Und da geht es einfach wirklich darum, dass wir identifizieren, welche Themen wollen wir denn gelöst haben? Wo wollen wir schneller sein? Wo wollen wir stärker auf den Kunden reagieren können? Wo haben wir vielleicht ein Qualitätsthema, was wir verbessern wollen? Das heißt also, es geht darum zu erkennen, wo wollen wir Probleme lösen, mehr Kundennutzen generieren, und da bietet eben dann Industrie 4.0 entsprechende Werkzeuge aus dieser Toolbox. Und wir haben einige schöne Beispiele, wo wir das schon umgesetzt haben. Unsere Aktivität Hochschule Limburg, wo Mittelband erzeugt wird, also die klassische Stahlindustrie sozusagen, da vernetzen sich die Kollegen mit den Kunden und den Lieferanten, und der Kunde hat in Losgröße 1 sozusagen die Chance für die eine Bramme, die dann an ihn geliefert wird, natürlich wenn sie zu Mittelband gewalzt ist, bis zur letzten Minute vor der Fertigung die Walzparameter noch zu ändern, wenn irgendwie von ihm ein Kundenauftrag geändert worden ist. Das heißt also, wir haben eine hohe Flexibilität und können innerhalb von 48 Stunden sozusagen einem Kunden von dem Abruf dann auch liefern. Und das ist natürlich bei einem Thema, wo also ein Coil an den Kunden geliefert wird, was 15 Tonnen wiegt. Also das ist nicht irgendwo so ein kleines Stück, was man mal schnell über den Ladentisch schieben kann, sondern da ist entsprechende Logistik dahinter, die nur so schnell funktioniert, wenn eben dann entsprechend die digitale Steuerung dahinter ist. Noch viel spannender aus meiner Sicht ist die ganze Diskussion, wenn man über das Thema Big Data redet. Das heißt also, Industrieunternehmen, vorhin wurde der Staat angesprochen, Industrieunternehmen haben noch viel stärker große Datenmengen. Und ich vergleiche dieses Thema immer mit einem Eisberg. Das heißt also, beim Eisberg sehen Sie die Spitze und der größere Teil ist ja bekanntlich unter Wasser. Und was wir heute mit den klassischen Methoden verwenden, ist einfach nur die Spitze des Eisbergs dieser Daten. Was wir eben nicht verwenden, sind unstrukturierte Daten, Streaming-Daten und viele große Datenmengen über unsere Produktion, die wir gar nicht im Zugriff haben. Das heißt also, es ist ein Riesenschatz an Daten und damit an Wissen, was wir heute nicht angehen. Und da hilft natürlich Methoden wie Predictive Analytics, die wir inzwischen anwenden, wo wir sagen, wie kann ich diesen Datenschatz heben? Das heißt also, wir versuchen zu arbeiten mit Predictive Analytics bei dem Thema Preisprädiktion, bei dem Thema Lagerumschlag, bei Themen, wie kann ich aus den Fertigungsdaten von Komponenten auf die Qualität des zusammengebauten Teils schauen? Wie kann ich Predictive Maintenance von Aufzügen machen, wo ich eben aus den Aufzugsbewegungen schließen kann, wann ein Aufzug das Risiko hat, ein Problem zu kriegen? Und wir schicken dann die Wartungsperson vorab hin, bevor der Aufzug zum Stehen kommt. Und die Wartungsperson hat auch das richtige Ersatzteil im Auto, weil wir nämlich aus den großen Datenmengen, die wir analysiert haben, auch wissen, welches Teil das Problemteil ist. Das heißt, der Kunde hat den Vorteil, dass er mehr Zuverlässigkeit seiner Aufzüge hat, und wir haben den Vorteil, dass wir unseren Service besser organisieren können. Also wieder eine Win-Win-Situation. Oder wir haben auch mit IBM ein Projekt gemacht, wo wir Watson genutzt haben, um Social Media zu analysieren. Das heißt, wir haben in der Zeitauflösung uns angeschaut, wie wird in Social Media über ThyssenKrupp getwittert und in Facebook geredet, und haben eben analysiert, wie kommen die Kommunikation, die wir nach außen machen, wie kommen die an und welche Events werden positiver gesehen verglichen mit unseren Konkurrenten, oder welche Aussagen werden kritisch gesehen. Das heißt also, die Möglichkeiten, die hinter der Implementierung von Industrie 4.0 stehen, sind vielfältig und können sehr großen Wert generieren. Ich glaube, das ist die Sache, die mir wichtig war, nochmal zu betonen, und das ist heute aus meiner Sicht noch nicht so stark rübergekommen. Jetzt fragen mich natürlich viele, wie kann so ein Unternehmen wie ThyssenKrupp mit 150.000 Mitarbeitern, sehr dezentral, global aufgestellt, wie könnt ihr eine digitale Transformation umsetzen? Und wir haben versucht, das wirklich sehr systematisch zur Sache zu machen, und auch heute war ja schon die Diskussion, man muss da beim Kunden anfangen. Das heißt, die Frage haben wir uns gestellt, wie generieren wir Kundennutzen und mit welchen Geschäftsmodellen wickeln wir dies ab?
Das heißt also, wir haben gesagt, wir haben 13 Geschäftsmodelle, die im Wesentlichen, die wir in der Firma haben, mit 5 Business Areas. Das heißt also, 13 verschiedene Arten, wie wir mit Kunden interagieren. Für jede dieser 13 Geschäftsmodelle haben wir die Schlüsselprozesse identifiziert und haben dann überlegt, wie kann ich denn die Datenstrukturen dieser Schlüsselprozesse standardisieren und wie können wir die IT-Infrastruktur auch so standardisieren, dass wir eben dann auch die Kommunikation, die Interoperabilität, die vorhin auch angesprochen ist, sicherstellen können. Das ist natürlich nicht ein Thema, was über Nacht geht. Das wird, sagen wir, schon einige Zeit dauern, bis wir dieses umgesetzt haben. Aber die Aussage war ja heute, man muss anfangen. Das ist also das ganz Entscheidende. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, das zu tun. Und die andere Aussage war eben, wir wissen nicht unbedingt, was dann am Schluss rauskommt. Das heißt also, wenn der Professor Brettl gesagt hat, er weiß nicht genau, wie in 20 Jahren die RWTH Aachen ausschaut, ich weiß nicht, wie in 20 Jahren ThyssenKrupp ausschaut, aber wir wissen, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und wir wissen, dass wir diesen Weg selber aktiv gestalten wollen. Und das ist natürlich die entscheidende Geschichte. Das heißt also, wir gehen voran und wir gestalten selber. Und wenn ich nochmal auf die Rahmenbedingungen komme, wie kommen wir denn zu den Ideen, die wir da an der Stelle haben? Und da spielt natürlich das Thema Open Innovation eine ganz große Rolle. Das heißt also, wir versuchen wirklich im Austausch mit anderen uns auch das Wissen, was wir selber nicht haben, ins Haus zu holen. Das heißt also, Partnerschaften ist ein ganz wichtiges Punkt. Und es wurde vorhin auch angemahnt, dass man Daten austauschen muss. Und bei dem Thema Datenaustausch, da sind wir natürlich relativ unglücklich, dass da momentan kaum eine Standardisierung da ist. Auch das wurde ja heute schon andiskutiert. Und dass natürlich, wenn man es über Google oder andere Dinge tut, natürlich dann die Daten verloren sind. Das heißt also, auch das wird heute schon mal angefordert. Wir brauchen eigentlich ein Mittel des Datenaustausches, wo der Erzeuger der Daten die Souveränität über die Daten nicht verliert. Und dieses Thema haben wir deswegen, nachdem es es heute nicht gibt, auf Initiative der Bundesregierung mit Unterstützung von Fraunhofer haben wir das initiiert. Das ganze Thema nennt sich Industrial Data Space. Das Thema ist heute schon mal gefallen und die Idee ist eine relativ simple. Unternehmen behalten den Besitz, oder nein, das Eigentum, wir haben ja Juristen, muss hier vorsichtig sein, das Eigentum der Daten, indem sie geben es zwar weiter, aber mit dem Datum wird ein Vertrag mitgegeben und die Einhaltung dieses Vertrags wird eben durch Software auch überwacht und alle Themen, die dann, alle Firmen, die sich dem Thema angeschlossen haben, zurzeit sind es 22, über alle verschiedenen Branchen, können eben dann Daten austauschen unter definierten Randbedingungen. Das ist, meine ich, ein ganz wichtiger Punkt und da bin ich überzeugt davon, dass das die Chancen und den Erfolg unserer Firmen deutlich erhöhen will. Und so zusammenfassend möchte ich sagen, und das ist ein Thema, was Sie auch im Internet gesehen haben, ich persönlich glaube, dass Firmen wie ThyssenKrupp und die klassischen Firmen die Chance haben, die wahren Gewinner der digitalen Transformation zu sein. Also ich glaube nicht, dass aber am Ende vom Tag die Googles, Facebook und so weiter die Gewinner sind. Und zwar kann ich das auch sehr einfach begründen. Wenn Sie heute mal anschauen, wo liegt denn der Wert einer solchen Firma? Also, und da gibt es ja schöne Beispiele, LinkedIn ist ja eine soziale Austauschplattform und im Endeffekt hat LinkedIn im März 40% des Wertes verloren und jetzt kann man in Aktienwert und da kann man mal nachschauen, was ist passiert. Die Rate der Steigerung, der Zunahme der Mitglieder ist negativ gewesen. Das heißt also, für die Techniker, die zweite Ableitung war negativ sozusagen. Das heißt also, es ist noch gewachsen, aber nur die Wachstumsrate war geringer. Und das ist schon ein Werteinbruch von 40%. Das heißt also, man sieht, wie fragil die Werte sind, die extremen Werte, die wir heute sehen. Wenn ich jetzt aber Firmen habe wie ThyssenKrupp und andere Firmen, die eben tangible Assets, also Hardware produzieren und diese Hardware natürlich über Softwaremethoden intelligent und proaktiv in den Markt bekommen, dann sind das Dinge, die deutlich besser verteidigbar sind und die eben nicht nur von dem Goodwill von irgendwelchen End-Usern abhängen. Also in der Richtung glaube ich, dass wir im richtigen Geschäft sind und ich bin gespannt auf Ihre Diskussion darüber. Dankeschön. Thank you.